Heute mal ein bisschen was über Dämpfer. Ach, hör auf. Das ist doch alles so eine Geldschneiderei. Ich habe meine Stoßdämpfer schon seit bestimmt 20 Jahren in meinem Moped und die sind immer noch frisch wie am ersten Tag. Ja, jemanden zu treffen, der genau diese Meinung vertritt, ist sehr wahrscheinlich. Dass diese Aussage aber auch stimmt, ist allerdings recht unwahrscheinlich, denn Fakt ist, Stoßdämpfer unterliegen einem schleichenden Verschleiß, und zwar alle. Aber wenn man eben regelmäßig mit seinem Motorrad unterwegs ist, dann gewöhnt man sich natürlich daran, dass die Federung so langsam nachlässt und merkt das, wenn überhaupt, dann erst sehr spät. Oder auch gerne genommen? Also so ein Quatsch. Bei mir ist nur ein Stoßdämpfer hinten auf einer Seite ein bisschen undicht, da wollen sie mir direkt zwei neue aufschwatzen. Nix da, ich wechsle nur den, der kaputt ist. Ja, kann man natürlich so machen, wird aber dann scheiße. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Über Stoßdämpfer gibt es wirklich einiges zu wissen. Und es gibt auf YouTube aber schon eine ganze Menge recht detaillierte Videos darüber, wie so ein Stoßdämpfer denn funktioniert. Darum kommt von mir jetzt mal nur so das Gröbste. Stoßdämpfer ist im Grunde genommen das falsche Wort, denn es sind keine wirklichen Stoßdämpfer, sondern das sind Dämpfer, die die Karosserieschwingungen zum Fahrwerk hin absorbieren. Es hat sich aber im Fachjargon der Ausdruck Stoßdämpfer durchgesetzt und darum bleibe ich jetzt mal bei Stoßdämpfer, damit wir alle immer noch weiterhin wissen, worüber ich rede. Und welche Arten von Stoßdämpfern gibt es denn so? Es gibt Stoßdämpfer, die sind mit Öl gefüllt. Es gibt welche, die mit Gasdruck arbeiten und es gibt sogar Stoßdämpfer, in denen Fett zum Einsatz kommt. Heutzutage werden die meisten Fahrzeuge mit Gasdruckstoßdämpfern ausgeliefert. Das bedeutet, dass in den Stoßdämpfern jeweils Öl und zur Unterstützung noch Gas ist. Früher allerdings wurden die meisten Serienfahrzeuge ausgeliefert mit Stoßdämpfern, in denen nur Öl gewesen ist. Aber Stoßdämpfer, die jetzt nur mit Öl befüllt sind, die haben den Nachteil, dass die bei einer sehr hohen Beanspruchung zu, Achtung, jetzt nicht wegrennen, zu Kavitation neigen. Und das Wort vergessen wir am besten direkt mal wieder, das braucht man nämlich in der normalen Konversation nie. Gemeint ist eigentlich nur, dass bei einer sehr hohen Beanspruchung des Dämpfers in einem solchen Öldruckdämpfer das Öl immer auch anfangen kann zu schäumen. Und das nennt man dann Kavitationsneigung oder halt Neigung zur Ölverschäumung. Und nur kurz, wie funktioniert so ein Stoßdämpfer? Grob gesagt, wir haben den Dämpferkolben, das ist der hier, und der taucht in einen mit Öl gefüllten Zylinder ein und wird dort auf und ab bewegt. Und innerhalb dieses Zylinders sind kleine Ventile an der Ober- und an der Unterseite, durch die das Öl, das der Dämpferkolben beim Ein- und Ausfedern verdrängt, in den Kammern hin und her fließen kann. Und weil diese Ventile verschieden groß sind, kann das Öl also manchmal schneller und manchmal weniger schnell da durchfließen. Und so wird dann in beide Richtungen die Bewegung des Dämpferkolbens und somit auch die Bewegung der Feder abgebremst. Und hätten wir das nicht, also würden unsere Fahrzeuge zum Beispiel nur durch Federn ausgefedert werden, dann würde das je nach Geschwindigkeit und Bodenbelag immer dazu kommen, dass sich Karosserien mit der Zeit langsam aufschwingen würden. Also die würden in so eine Schwingungskurve geraten. Und auch wieder je nach Geschwindigkeit und Bodenbelag würden ja immer wieder neue Federimpulse dazukommen, wenn wir nicht in der Mitte den Schwingungsdämpfer hätten, der die ganze Sache so ein bisschen hemmt. Die Kräfte, die auf so einen Dämpfer einwirken, sind einmal Druckkräfte beim Einfedern und einmal Zugkräfte beim Ausfedern. Darum hat so ein Dämpfer auch eine sogenannte Druck- und eine sogenannte Zugstufe. Und alles in einem Dämpfer, also wenn man so einen Dämpfer mal aufmachen würde, dann würde man da eine ganze Menge Bauteile finden, die alle recht sensibel sind. Und wenn so ein Dämpfer dann mal überholt werden muss, weil er zum Beispiel weich ist oder weil er undicht ist oder weil er einfach nur ganz alt ist, dann kann man das natürlich mit etwas Geschick und Erfahrung sicher auch zu Hause selber machen. Und ich habe jetzt wirklich lange überlegt, ob ich euch zeigen soll, wie man einen solchen Dämpfer halt in Heimarbeit überholen kann. Aber dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich das schon vor ein paar Jahren mal versucht habe. Und gut geworden ist das nicht. Also es hat aus irgendeinem Grund nicht so richtig funktioniert. Und ich habe auch nie herausgefunden, woran es denn gelegen hat. Darum ist es also in meinem Fall, für mich besser, wenn ich die Stoßdämpfer tatsächlich nicht selber überhole, sondern zu einem Fachmann einschicke.
Denn defekte oder falsch zusammengebaute Stoßdämpfer haben recht negative Auswirkungen. Das ganze Motorradfahrverhalten wird instabil. Das ganze Fahrwerk und die Fahrwerkslager werden natürlich auch sehr viel höher beansprucht. Dann wird der Bremsweg länger, man verliert in den Kurven schneller die Kontrolle und man verliert sogar auch Bodenhaftung beim Überfahren von Bodenwellen oder Straßenkuppen. Und defekte Stoßdämpfer sollten immer paarweise getauscht werden, außer die Dinger sind nagelneu und haben erst ganz wenig Kilometer gelaufen. Und es ist definitiv darauf zurückzuführen, dass der Stoßdämpfer bei euch, der kaputt ist, wenn nur einer kaputt ist, dass der nicht an Altersschwäche gestorben ist, sondern dass der zum Beispiel einen Fabrikationsfehler hatte. Denn wenn man zwei alte Stoßdämpfer hat und einer davon gibt den Geist auf, wird also weich und man tauscht nur einen Stoßdämpfer aus einer Seite, dann hat man immer zwei verschiedene Federwirkungen, obwohl es die gleichen Stoßdämpfer sind. So ein frischer Dämpfer hat halt immer eine bessere Leistung als ein alter Dämpfer. Und wenn ihr euch dann mal neue Dämpfer für eure Kisten kauft, dann schaut auch nach, welche Art von Dämpfer da serienmäßig verbaut waren. Denn wenn ihr zum Beispiel serienmäßig Gasdruckstoßdämpfer in euren Motorrädern verbaut hattet, dann kann es sein, dass einfache Öldruckstoßdämpfer an eurem Motorrad gar nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssen. Aber natürlich ist es auch immer eine Rechenaufgabe, denn es gibt Stoßdämpfer, die sind sehr preisgünstig und manchmal ist es so, dass es viel teurer wäre, die alten Stoßdämpfer überholen zu lassen, als sich gleich ein paar neue zu kaufen. Und zum Schluss noch, na klar kann man auch den ganzen Stoßdämpfer einfach komplett mit Feder einschicken, aber meistens überholen die da in dem Werk dann nur die Technik, die putzen den nicht. Und ich wollte den vorm Einbau ja nochmal gründlich putzen und darum habe ich Feder und Dämpfer vorher einfach schon mal getrennt. Und das war's schon. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.